Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ganz kurz in eigener Sache. Sie haben gesehen, die Konishi Futtersorten Number One Swim und Number Two Swim sind ausverkauft, sind etwas im Lieferverzug. Also auch Leute, die in den letzten Tagen bestellt haben, müssen jetzt leider ungefähr noch eine Woche warten, bis wir ausliefern können. Wir werden Teillieferungen machen. Also wer neben Number One Swim oder Number Two Swim noch andere Futtersorten bestellt hat, die bekommt er schon mal. Und das werden wir dann schnellstmöglich nachliefern. Es gibt zwei Gründe, wie es dazu hat kommen können. Sie können sich jetzt natürlich fragen, wie kann im Sommer das Futter ausgehen? Zum einen haben wir die Mengen, die Sie von diesen zwei exzellenten, herausragenden Futtersorten wollten, haben wir vollkommen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit haben wir nicht gerechnet, da erstmal ein Dankeschön. Und das andere ist, wir arbeiten nach wie vor an einer noch besseren Qualität des Futters. Da geht es jetzt aber weniger um die Inhaltsstoffe, denn um die Produktion und um die Fähigkeit, dass wirklich nachher 100% von den Schwimmfutter-Futtersorten auch tatsächlich schwimmt. Ich habe es schon öfters in den Blogs erklärt, das ist gar nicht so einfach, insbesondere durch den hohen Reisanteil. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen eine Handvoll Reis, schmeißen ihn irgendwo ins Wasser, der geht unter wie ein Stein, nehmen Sie Weizen, schmeißen ihn ins Wasser, der schwimmt. Und das ist eben beim Nummer 3 und bei auch Konkurrenzfuttersorten sehr viel einfacher. Wenn die Kohlenhydrate auf Weizenbasis sind, dann ist es relativ einfach, weil es schön quellt. Es ist ganz einfach, ein schwimmendes Futter herzustellen und auch ein ganz wunderschönes Futterpellet. Wenn Sie einen hohen Reisanteil haben, bei Number One ist er noch höher als beim Number Two, ist es relativ schwierig. Und so arbeitet Hokkowit in der Schweiz nach wie vor unter Hochdruck daran, den Prozess weiter zu verbessern. Und da war jetzt eine der Ideen, und die führt auch schlussendlich zum Ziel, dass man im Extruder, da sind so Extruder-Schnecken drin, das ist kurz bevor das Futter nachher durch die Matrizen gedrückt wird und pelletiert wird, dass man da noch schärfere Extruderschnecken verwendet für die Produktion. Aber es ist wie immer, wenn man eine Produktion umstellt, dann steht man erstmal wieder nicht ganz bei Null. Aber man muss dann so eine Maschine wieder kennenlernen. Man muss den Produktionsprozess wieder neu anfahren. Man muss gucken, wie funktioniert es dann am besten von Temperaturen, von Drücken, von allem. Glauben Sie mir, ich bin froh, dass ich Futter nur verkaufe und nicht produzieren muss, weil das ist nicht so einfach. Und so haben wir jetzt einige Fehlchargen hergestellt. Also eigentlich wären wir jetzt schon wieder so weit, dass wir ausliefern können. Aber durch das, dass wir da gerade noch in der Versuchsphase sind, hat sich es jetzt einfach verzögert. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Und in circa einer Woche werden dann die ganzen Futtersorten nachgeliefert. Also wir möchten uns da wirklich für entschuldigen und möchten uns da auch nicht rausreden, in keiner Weise. Aber wir werden dann allen unseren Futterkunden, nachdem wir wieder liefern können, werden wir was Gutes tun. Also, es wird circa eine Woche dauern, bis wir wieder voll lieferfähig sind. Und am Ende ist dieser Verzug dann eigentlich nur einer Qualitätsoptimierung verschuldet. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.